Moin Leute, hier zurück bei Cyberpunk 2077. Vorher habe ich natürlich einen schwierigen Auftrag gemacht. Jetzt wollen wir mal gucken, was ich mache. Ich weiß es nämlich noch nicht, um ehrlich zu sein. Alte Freunde, Bedrohung hoch, Auftrag. Machen wir das mal. Würde ich mal sagen, ne? Auftragskiller, Karuba, Barei, Bar, Ecke, bla bla bla. Okay. Auftragskiller hört sich doch gut an. So, also mal gucken, wo hier der Schnellreisepunkt ist. Der ist hier hinten. Jetzt reicht es. Das sind 400 Meter, weil wir hier runterfahren, oder? Ich kann es so einstellen, dass ich immer das Moped hole. Fahne schöner. Spannend, ob ich ihn kriege oder nicht. Oh, warte mal, kann ich was hacken? Ist das drin? Ja. Oh, da kann ich da hacken. Sehr schön, aber erstmal speuern. Das sind direkt Gegner, oder? Ich glaube schon. Ich mach dir einfach so fertig, ey. Kein Problem. Oh. Ah, das hört ja aus. Justo para mi, culero! Ich will hoch. Santa Muerte! Alter, was ist denn los? Ich kann nichts machen. Solo Valentinos! Die geht auch steil. Ah! So, jetzt muss ich halt den hier. Punto para mi, culero! Wegen nur hoch in Schwierigkeitsgrad. Ich werde hier deinen dreckigen Arsch. Alter. Kann ich schon speichern? Nein? Ah, schade. Ich habe leider auch die Polizei aktiviert irgendwie. Und draußen steht auch noch einer in der Ecke irgendwo hier. Ist er drin oder ist er draußen? Solo Valentinos! Okay, das war ja richtig gut. Ah, der hat sich immer wieder aufgeladen hier, der Heini. Ah, der steht doch hier, okay. Ah, das war knapp. Feuerresistent bin ich nicht so wirklich.
alter Verwalter. Oh. Wo ist denn wieder einer? Da hinten. Ich würde gerne speichern, um ehrlich zu sein. Betritt Garubas Bar, ja. So, was ist schon jetzt? Verlassen die Bar, okay. Das machen wir gleich. Das war eigentlich okay, würde ich sagen. Können wir gleich wieder reinkommen, wenn das ist die Bar. Dank dir werde ich Karubo auf seiner letzten Reise aus der irdischen Existenz begleiten. Eine erfreuliche Überraschung. Auftrag abgeschlossen. Du seist gepriesen. Geil. Sind da ein bisschen schwieriger, ne? Aber sind okay, die Missionen. Also ich finde die gut. Also für Abwechslung sorgen die auf jeden Fall. Nein! Moment, das wollte ich ja gar nicht machen. Ich hab mich verklickt. Ich hab mich verklickt, aber Hacken muss nochmal hin sein. Geht dann ja anders. Ah, das war jetzt noch nicht so gut hinten, oder doch? Was, schon wieder Scheiße? Fuck it. Nein. Ich muss mir nochmal einen Guide angucken, glaube ich, fürs Hacken. Das wird zum nächsten. Das wird nichts mit dem Hacken sonst. Hä? Ich hab hier gar nichts. Ja, was ist das? Wieso läuft das? Feindlicher Bereich auf einmal wieder. Ist ja noch irgendwo der Chefkoch oder was? Angucken, vielleicht ist irgendwas drin, was man gebrauchen kann. Ich klicke die aber immer nur durch. Was kann ich da machen? Hä? Ich kann mich nicht verlenken. Warum nicht? Jetzt geht's. Okay, kleiner Buggy eben am Anfang. Warum auch immer. Das ist jetzt auch nicht richtig. Okay. Irgendwie verstehe ich es gerade nicht. Wozu mit dem Hacken, das hat irgendwie funktioniert, aber irgendwie auch nicht.
erstmal alles natürlich so. Ich komme nicht durch. Doch, sag hallo. Zur Technik, ach. Ich muss alles mitnehmen, so dass wir uns auf dem Dach sehen. Tja, aber ein Heckprofi bin ich auf jeden Fall leider nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich, um ehrlich zu sein. Achso, hier kann man sich das anzeigen lassen, okay. Naja, es wird zwei. Hier sind wir mal kurz zum Ripper Dog. Mal schauen, noch was er für mich hat. Vielleicht hat er irgendwas Neues. Will ich mal gleich erfahren nochmal schnell. Zuvor muss ich auch noch ein bisschen was recyceln, glaube ich. Oder ich hole mir noch Geld. Ich weiß es auch noch nicht genau. Weil Inventar ist ja recht gut gefüllt gerade. Mal wieder. Aber die Waffen kann ich gar nicht tragen. Ach komm, die recycle ich einfach ein. Ich brauche Platz. Ohne Platz nichts los hier. So, Messer habe ich, glaube ich, nicht aufgenommen. Nee. Habe ich auch was Normales aufgenommen? Das brauchen wir nicht. So, dann fahren wir noch kurz zum River Dog. Aber mit Schnellreise natürlich. Natürlich zu Victor, ne? Zum Ripper Dog meines Vertrauens. So, wo ist er denn, der Victor? Was hier? Ich glaube schon, ne? Bradbury Street oder was? Ja, das war nur der eine Auftrag jetzt hier. Mehr werde ich nicht machen, weil das ist halt abgeschlossen, eine Mission sozusagen. Und ja. Kleine Häppchen geht's hier weiter besser. Oh, warte. Oder muss da hier gehen? Da ist Victor. Wäre ich hier fast nur zu Victor. Warum? Ich ja, habe mich auch wieder hingekriegt und so, den vertraue ich. Darf ruhig ein bisschen das einbauen. Ich würde gern mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Siehst dir an. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwas finde hier, was ich gebrauchen kann. Da schon mal wieder nicht. Ich weiß auch nicht warum. Hier ist nichts. Vielleicht muss ich nochmal einen Ripper Dog nochmal wechseln. Das sind alles schlechtere Sachen. Das sind auch keine guten Sachen. Auch nicht. Okay, noch was zusätzlich einbauen. Wo ich einfach noch zusätzlich ein war. Ich habe eh nichts anderes da. Also, auch schlecht. Moment. Auch nichts Tolles. Da sowieso nicht. Da auch nicht. Und das kann ich erst ab 15 Reflexe. Ja, shit. Ja, nichts da eigentlich, um euch zu sein. Nichts da. Das eine, okay. Ich habe ein paar Fragen über Silverhand und den Chip. Ich bin kein Experte, aber ich gebe mein Bestes. Warum durchlebe ich Johnnys Erinnerungen? Ihr zwei teilt euch ein Gehirn. Er hat Zugriff auf deine Sinne, Wahrnehmung, sogar ein paar Erinnerungen. Und du siehst einen Teil von seinen.
Irgendwann lassen sie sich nicht mehr unterscheiden. Aha. Hast du dich um Jackie gekümmert? Ich dachte... Scheiße, du warst wohl ohnmächtig, als ich dir das erzählt habe. Hm? Was denn? Arasaka. Die haben ihn sich sofort gekrallt. Was? Wo haben sie ihn hingebracht? Weiß ich nicht. Musste mich auf den Bauch legen. Hände auf dem Kopf. Ich wollte mehr herausfinden, aber du weißt ja, wie Konzerne sind. Scheiß Monos. Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an, die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Okay, gut, dann haben wir den auch abgefrühstückt. Und jetzt würde ich sagen, mache ich direkt Cut und Ende. Danke für den Support und dann geht's hier weiter. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt machen soll. Dann Nebenmissionen sind noch genug offen. Aufträge haben wir auch noch ein paar. Oh, das werden wir dann schon irgendwie hinkriegen, ne? Hauptmission haben wir auch noch. Aber das sehen wir dann. Danke fürs Zusehen nochmal und bis dann. Tschüss.